Die Freizeitfischerei hat für den Kreis Ostholstein eine ganz erhebliche Bedeutung. Für den Tourismus allgemein, besonders aber für den Einzelhandel, für die Gastronomie und auch für die Betriebe, die Übernachtungen anbieten. Etwa 70.000 Hochseeangler fahren jedes Jahr bei uns raus, zum Beispiel aus Burg Starken und aus Heiligenhafen. Einen weiteren Einschnitt bei der Freizeitfischerei können diese Betriebe nicht verkraften. Die Freizeitfischerei und die Fischerei leiden bereits unter dem sogenannten Backlimit, das heißt Einschränkungen und Rückgänge bei dem Dorschfang. Wenn jetzt weitere Einschränkungen für die Freizeitfischerei hinzukommen, kann das nicht mehr verkraftet werden. Es ist auch erstaunlich, dass das Bundesumweltministerium bisher seine Politik nicht vernünftig erklären konnte. Das hat auch dazu geführt, dass bei uns der gesamte ostholsteinische Kreistag sich hinter die Forderungen der Freizeitfischerei und der Hochseeangelbetriebe gestellt hat und den Tourismus gestärkt wissen will. Nun ist zu fordern, und das tue ich, dass das Bundesumweltministerium Lösungen anbietet, die sie gemeinsam erarbeitet mit den Betrieben vor Ort, gerne mit Hinzunahme der Wissenschaft und auch mit der Politik. Bisher ist das nicht plausibel begründet und deswegen lehnen wir diese Politik ab. Es ist auch so, dass letztlich solche Maßnahmen, die wie Willkür erscheinen, alle guten Ansätze für mehr Natur- und Umweltschutz wieder zunichte machen, weil die Menschen nicht mehr nachvollziehen und einsehen können, warum welche Maßnahmen ausgebracht werden. Deswegen wirkt dieses Verbot kontraproduktiv und deswegen kämpfen wir dafür, dass wir zu einer vernünftigen Lösung kommen, die die Freizeitfischerei und den Tourismus in Ostholstein stärkt und nicht schwächt.